Willkommen, Freunde, zur allerersten Folge Zuschauer-Challenges. Gott, diese zwei Wörter hintereinander auszusprechen, ist verdammt schwer. Die allererste Challenge kommt von No Name. Die Challenge heißt Be the Hush. Charakter Blue Baby. Items zweimal Mutant Spider, Soy Milk, Continuum, Holy Shot und, damit es nicht einfach wird, keine Kohle aufheben. Stats, Range Up, so hoch wie nur möglich. Falls nötig, einfach 20 Moms Lipstick mitnehmen. Speed auf Maggie-Geschwindigkeit. Trinket, Wiggle Worm, nicht ablegen. Space Item, How to Jump. Nur einsetzen, wenn du einen Raum geschafft hast, damit du etwas schneller durch die Räume kommst. Ziel, Hush. Viel Spaß, Holly. Und genau so sieht das Ganze aus. Ja, ich sehe jetzt vielleicht noch ein bisschen anders aus als eigentlich erwartet, denn ich habe mir noch Lard gegeben, den Large Bucket of irgendwas. Und das habe ich getan, damit ich den Maggie-Speed bekomme, aber irgendwie ist er immer noch verdammt schnell unterwegs, was? Den Speed von Maggie erreicht man selbst mit 6 Large Buckets nicht. Und ja, ich würde sagen, wir legen jetzt los. So sehen die Tränen aus. Seht ihr das an? Ich habe mir jetzt wirklich 20 Mal den Lippenstift gegeben. Denn ich muss. Die Stats kannst du nur mit der Cheat Engine ändern. Und ich bin mir unsicher, wie genau das funktioniert. Und deswegen habe ich mir jetzt einfach mal 20 Mal den Lippenstift gegeben. Genau wie du es gesagt hast. Und außerdem hast du gesagt, dass ich keine Kohle mitnehmen darf. Okay. Das wird aber echt verdammt schwer. Und außerdem weiß ich jetzt nicht, darf ich Itemräume? Darf ich die Items mitnehmen? Ja? Nein? Hast du nicht geschrieben. Deswegen werde ich das machen. Denn es ist verdammt schwer, stark zu werden. Und gegen Hush? Heilige Scheiße. Okay, Challenge hin oder her. Es muss aber schon irgendwie Spaß machen, oder? Oder? Naja, ich werde auf jeden Fall aber keine Items wie zum Beispiel Brimstone oder, Brimstone. Das sieht so cool aus, verdammt nochmal. Ich fühle mich echt wie Hush. Ja, Mini-Hush. Weißt du, als Hush sich noch hochgeschlafen hat. Ich werde auf jeden Fall kein Mom's Knife mitnehmen, kein Brimstone und sowas, weißt du? Weil das würde ja die Challenge irgendwie komplett ruinieren. So, ich darf hier jetzt Jump-Buch einsetzen, was? Der Raum ist geklärt. Ja. Eigentlich bräuchte ich etwas, womit man in den Boden verschwinden kann, oder? Solche Items fehlen. So, komm her. Auf Wiedersehen. Ja, ansonsten brauchen wir jetzt... Libra wäre vielleicht nicht schlecht, was? Libra wäre tatsächlich gar nicht mal so schlecht. So, die Räume sind geklärt, also kann ich mich mal hier kurz rüber bewegen. So. Auf Wiedersehen. Ansonsten wollte ich mich nochmal bedanken dafür, dass so viele... Firemind... wen nehme ich denn hier mit? Gar nichts. Ich habe keinen Bock auf Firemind. Wäre das vielleicht lustig? Ich weiß nicht, oder Little Steven? Vielleicht kriegen wir noch die Conjoint-Transformation. Ja, Mann. Ja, ansonsten dickes Dankeschön für all eure Kommentare, alle eure Challenges. Mehr oder weniger werden, also einige Challenges werden mehr oder weniger gut sein. Das ist aber okay. Diese Challenge bin ich jetzt froh, dass direkt die erste Challenge eine spaßige Challenge ist. Bis jetzt noch spaßig. Wahrscheinlich wird die mir gleich voll auf den Sack gehen. Oh, guck mal hier, das nehmen wir mit. Danke. So. Und ja, diese Challenge habe ich aber auch schon öfters mal irgendwo gesehen. Kann es sein, dass du hast, bist du selber drauf gekommen? Wenn ja, dann dicken Respekt. Aber ich glaube, die hast du dich ein bisschen motivieren, also inspirieren lassen. Was aber nicht so schlimm ist, Mann. Ist überhaupt nicht schlimm. Ist überhaupt nicht schlimm. So, ein bisschen Speed up, okay. Ah, verdammt. Ist jetzt nicht ganz die Challenge, wie du dir wahrscheinlich vorgestellt hast, aber da fehlt halt nur der Speed. Der Speed ist einfach nur zu viel. Ansonsten ist alles dabei. Guck mal meine Augen an. Das sieht ja voll eigenartig aus. Ach, wegen Steven. Guck mal, ich habe Stevens Augen. Bleib mal her, Steven. Oh, das geht nicht mehr. Steven, ich will, dass du den Durchblick hast durch mich. Naja, egal. So, weg damit. Immerhin haben wir jetzt ein kleines Damage ab, was? Kakao wäre jetzt auch super. Ich hoffe nur, meine Tränen sehen dann genauso sexy aus. So. Uiuiui. Aber ich würde mal sagen, sonst nehme ich alle Items mit im Angel oder Devil Deal oder so. Außer die zerstören die Challenge, weil in Challenges, wenn du sie in Isaac machst, da bekommst du ja auch den Devil Deal. Der ist ja nicht weg. Nur in manchen Challenges sind die Items weg und, also die Itemräume weg und, naja. Den spreng ich mal. Und, ach du Scheiße. Oh, ja, guck mal, wie lange die fliegen wegen diesen 20 Lippenstift-Dingern. Holy moly. Und, oh, das ist sehr schön. Was wollte ich noch sagen? Ich wollte irgendwas sagen. Ja, ihr müsst auf jeden Fall mir dann auch reinschreiben, wenn ich jetzt Itemräume mitnehmen darf oder nicht. Ich bin Hush, ey. Mom, guck mal, ich bin Hush. Ach ja. Jetzt kriegen wir einen Devil Deal mit, das Hundefutter. Und es ist Dark Bum. Da ich ja Hush machen muss, werde ich ihn, glaube ich, mitnehmen, denn viel Leben ist gut. Wir könnten natürlich jetzt auch auf den Devil-Angel-Deal gehen und hoffen, dass wir dort Sacred Heart oder God Heart finden. Aber, wie soll ich sagen, die Chancen sind immer verdammt gering und das nervt voll. So, Raum geklärt, ich darf benutzen. Huh. Eigentlich stand da, ich darf das nur benutzen, um die Räume schneller zu durchqueren. Aber
Ich bin aus Versehen zur Kiste gesprungen. Ja, ja, ja. Aus Versehen. Oh Gott, das wird bestimmt richtig durcheinander, wenn ich gleich behascht bin. Also ich muss mich auch beeilen, ne? Denn ich muss ja Hasch erreichen. Sehr nicht gut, Mann. Ich will lieber blaue Herzchen, ey. So, ein bisschen beeilen muss ich mich ja, denn ich muss ja Hasch erreichen. Aber das wird schon, oder? Das wird schon. Da ist der Itemraum, genau. Libra, komm schon, Libra. Mit Kohle wäre das natürlich verdammt einfach, da hast du schon recht, aber... Junge, ein bisschen Damage-Up brauche ich schon, würde ich sagen, oder? Aber Kohle wäre, glaube ich, zu OP. Doch, Kohle wäre zu OP. Allein schon durch diese 20 Lippenstifte und die hohe Range, die wir haben, die würden dann... Junge, das wäre der Lawinen-Effekt, ne? Nenne ich jetzt mal so. Und die würden dann so groß werden und so viel Schaden machen. Caves XL, das ist super. Kann super sein, kann aber auch echt beschissen sein. So, ich muss jetzt auch anfangen, die Gegner mal stylisch zu töten, ne? Pass auf, ich töte die jetzt stylisch. Okay, das sind keine Gegner. Stylisch. Ah, verdammt. Sehr tödlich. Verdammte Axt, ey. So. Ja, Wiedersehen. Ansonsten könnt ihr eure Challenge gerne wieder unter dieses Video schreiben, damit es vielleicht nicht untergeht. Einige habe ich aber schon notiert. Ja, jetzt wird's nervig. Warte mal. Kann ich ihn nicht da so reinschleudern? Na, da. Ich würde ihn gerne da... Nein, das ist falsch. Ich würde ihn gerne in die Stacheln reinschleudern. Oh mein Gott, ich sterbe. Stop it, man. Stop it. Ah, ich komme voll durcheinander. Okay, der ist tot. Dark Bomb, wäre super, wenn du jetzt irgendwie ein rotes Herzchen verwandeln könntest. In ein leckeres blaues Herzchen. Oh mein Gott, ich habe Angst vor meinen eigenen Tränen. Das ist so gruselig, diese Challenge. Kann man so leicht hier den Überblick verlieren. Okay, komm her. Rotten Baby, das gehört auch zur Conjoint-Transformation. Ey, wenn ich jetzt die Conjoint-Transformation bekomme, freue ich mich schon so ein bisschen. Okay, verdammte Axt, ey. Puh. Jetzt fange ich gleich an zu schwitzen. So, hier rüber. Ja, okay, die sind alle simpel, die sind simpel. Na, endlich, komm schon, gib mir jetzt ein Blatt. Nein. Ich möchte mich nicht... Natürlich gibt er mir eine Spinne. So eine Doofkuh. Aber ich will gucken, ob da der Geheimraum... Oh. Ich hüpfe jetzt einfach mal aus Versehen rüber. Aus Versehen hüpfe ich jetzt hier rüber. Na komm, jetzt hüpft er rüber. Dankeschön. One makes you small. Okay, Hasch ist eher verdammt riesig, aber hey. Aber hey. Sieht ja keiner, was? Sieht ja keiner. Aha, okay. Wow. Gott, Stachel. Ich werde auf jeden Fall mich jetzt auch wieder abwechseln. Ich werde einen Tag lang, oder einfach mal random irgendwann Zuschauer-Challenges reinhauen. Sagen wir mir jetzt nicht, abwechselnd. Außer es kommt verdammt gut an und ihr wollt verdammt viel davon sehen. Noch mehr abgefahrene Challenges. Und dann hoffe ich, dass die anderen Challenges auch wirklich gut sind. Und ja, dann gibt es halt mehr Zuschauer-Challenges. Zuschauer-Challenges. Gott, das ist ein Zungenbrecher für mich. Auf Wiedersehen. Keine roten Herzchen für Dark Bomb. Komm schon. Oh, shit. Jetzt haben wir natürlich auch einen Kollegen, der Fliegen spawnt. Das ist aber auch gut, ne? Das ist ja fast wie echt. Das ist ja fast wie echt. Denn Dark Bomb spawnt ja auch Fliegen. Eigentlich brauche ich Maliboom oder sowas. Okay. Nee, nicht Maliboom. Mulligan. Oh mein Gott, nicht in die Luft fliegen, Junge. Es ist echt eine gute Challenge. Ich habe aber ein bisschen Panik. Ich gehe jetzt mal weiter. Und hoffe, dass wir hier was finden. Komm schon. Jawohl, nimm mit. Ist das Balls of Steel? Ja, Full Health, wie soll ich sagen? Oh, Toxic Shock. Das nehme ich mal mit. Komm schon, sind wir halt irgendwie eine weiterentwickelte Form von Hasch und haben einen Toxic Shock drauf oder sowas. Oh, komm schon. Pestilenz, oh Gott. Oh Gott. Der wird mir leider kein HP-Upgrade spawnen. Okay, sehr schön. Ich darf keine Kohle mitnehmen, ganz sicher. Bitte stirb nicht. So, wenn ich jetzt Hasch getötet habe, soll die Challenge dann vorbei sein? Oder ich glaube, ich mache weiter einfach in die Chest, oder? Um zu sehen, was wir noch für Kombos bekommen. Und hier ein Bestain, oh mein Gott. Verdammt nochmal. Der ist richtig bitter und gemein. Oh, jetzt hat er auch noch diese blöden Tränen. Eine Träne kann mich vernichten. Happy Upgrade. Das ist das Einzige, was ich will. Und wir haben Sensen. Oh. Dann schieße ich kleine Sensen, dann sieht das aber gar nicht mehr so aus wie Hasch. Ja, darf ich jetzt Sensen mitnehmen oder nicht? Weißt du was, ich lasse sie liegen. Allein schon wegen meinem Leben, dann hätte ich wieder nur ein halbes. Dann hätten wir nicht mehr diese coolen Tränen, aber ich hätte dann Damage up auf jeden Fall. Na, verdammt nochmal, ich gehe weiter. Ha, ihr müsst verstehen, wir dürfen die Challenge leider auch nicht komplett zerstören, wie zum Beispiel mit Brimstone und sowas. Ja, lass knacken. Cricket's Head wäre vielleicht auch nicht schlecht. Oh nein. Wurstfingerangriff. Komm her.
Ich finde es auch super, wie man, also man kann super sehen, wie, also ich kann es mir so erklären, dass irgendwie es zu viele Tränen sind und irgendwie nicht alle berechnet werden und deswegen verschwinden auch einige mitten in der Luft. Wow. Da warte mal, das, wenn ich jetzt zum Beispiel, pass auf, wenn ich jetzt nach links schieße und nach rechts. Nee, warte mal, die verschwinden irgendwie doch nicht. Ha, okay. Gut, habe ich mir nur eingebildet. Zack, zack. Und weiter. Dark Mom, kann ich dir kein Geld geben und du gibst mir dein blaues Herzchen? Kann ich dir nicht bestechen? So. Wir sind der Toxic Shock Dark Mom. Harsh. Alles klar. Eigentlich wollte ich noch den Namen ändern, aber irgendwie hat das nicht so ganz funktioniert. Du kannst es zwar im Item, genau, im Charaktereditor kannst du da den Namen ändern, aber er wird irgendwie im Spiel nicht übernommen. Irgendwas stimmt da nicht. Ich bin jetzt ziemlich froh, dass wir es hinbekommen haben, überhaupt hier den Charakter zu modifizieren. Ich hatte ja so ein paar kleine Probleme. Ihr wollt jetzt sicherlich wissen, wie ich das Problem gelöst habe, was? Ganz simpel, ich habe nichts anders gemacht. Ich habe das einfach nochmal versucht. Dachte mir, komm. Vielleicht hat es einen schlechten Tag und es hat funktioniert. Ich habe es nicht verstanden. So, gib mir Itemräume und gib mir Piercing Shots, bitte. Gib mir Piercing Shots. Hallo, mein Dickerchen. Da oben, na, muss jetzt nicht sein. Das ist eine Sackgasse, die ja auch nicht sein muss. So, auf wieder. Da. Oh, Moment mal. Was hier drin? Ich glaube, den nehme ich mit. Ja. Denn wir haben ja hier jemanden, der Fliegen ausbaut. Und jetzt sind das Riesenfliegen und wir haben die. Nein, wir sind kein Hasch mehr. Wir haben die Fluganimation. Wir können jetzt hier reinglupschen. Sehr schön. Ja, jetzt habe ich natürlich die Transformation, aber ich glaube, das ist alles gerecht, oder? Oder? Ich weiß nicht. Ich versuche ja schon die Challenge irgendwie, weißt du, den Charme der Challenge zu behalten. So, dass wir irgendwie so ein bisschen den Hasch in uns fühlen. Mit Sensen würde das, glaube ich, gar nicht mehr so. Würde man es gar nicht fühlen. Am liebsten würde ich mir auch zwei Trinkets geben. Und zwar noch den Lazy Worm. Weil Hasch drehen fliegen ja auch langsam, ne? Aber das Problem ist, irgendwie konnte ich mir keine zwei. Oh, hi. Konnte ich mir leider keine zwei Trinkets geben. Ich habe euch nicht gefunden. Ich habe die Möglichkeit nicht gefunden. So. Wunderbar. Itemraum haben wir schon gefunden, ne? Richtig, das heißt jetzt den Boss finden. Denk, Depths 1 sind wir. Oh Mann, ich würde sehr gerne in den Boss Rush gucken. Vielleicht gibt es da, Libra. Weil gegen Hasch haben wir so echt keine Chance, Mann. Und der Dark Bum macht auch einen scheiß Job. Der holt sich. Der. Mach mal, ey, komm, spawn mal Herzen und dann friss sie. Ah. Irgendwie kriege ich keine Herzchen, Mann. Ich habe die Fliege, die macht vielleicht viel Damage, aber okay. Let's go. Es ist Brownie. Schnell weg mit dem, schnell weg mit dem. Wir haben einen hohen Knockback, ne? Davon könnten wir auf jeden Fall profitieren. So. Sehr schön, wunderbar. Mann, selbst der braucht lange. Mehr oder weniger. So, Krampus. Es ist Krampus. Bitte spawn keine Kohle. Das würde nämlich wehtun. Das wird wehtun, Mann. Spawn bitte keine Kohle. Er hat Kohle gespawnt. Aber wenn möglich, hat er gesagt, nimm keine Kohle mit. Na gut. Was, wenn ich da aus Versehen reinfalle? Nein, okay, ich lasse es. Keine Kohle. Gut, gut, gut. Boah, jetzt hör mal auf hier. Junge, wie lange die fliegen. So, ha, das gibt's doch nicht. Tja, gut. Dann lasse ich Kohle jetzt liegen. Wir wären sonst ziemlich OP mit Kohle. Hätte ich gerne gesehen, aber das ist die Challenge. Und ich bitte euch auch, wenn es hier einige Sachen zu verbessern gibt oder so, antwortet normal, nicht aggressiv. Macht jetzt nicht die Person fertig, die diese Challenge vorgeschlagen hat. Sie hat es ja nur gut gemeint. Und es ist schwer, alles zu beachten. Selbst Edmund beachtet in seinem eigenen Spiel nicht alles. Ich mach das. Es ist Guppy's Head. Ich kann jetzt eh fliegen. Darf ich das Buch weglassen? Ja, ne? Darf ich. So. Auf Wiedersehen. Weil, ganz ehrlich, diese Challenge könnte ich sonst ohne Damage-Ups nicht machen. Hasch, Hallöchen. Weißt du, wie viel Damage Hasch macht? Weißt du, wie wenig Damage ich mache mit Säumilk? Na gut, Holy Light und alles ist ziemlich geil. Und, naja, eigentlich machen wir den auch verdammt viel Damage, ne? Was doch vielleicht auch daran liegt, dass wir hier diese Fliege haben. Wie viel Damage macht die Fliege? Ups. Ja, man merkt das schon so ein bisschen. Wenn wir jetzt aber Libra finden. Uiuiuiui. Junge, das wird gut. Wow. So. Schön, die Fliege spawnen. Okay, wir sehen gar nicht mehr aus wie Hasch, aber wir haben uns halt weiterentwickelt. Weißt du, Evolution und sowas. Evolution. Ah, verdammt.
Zack, her mit dem Schlüssel. Wir brauchen ja auch viele Schlüssel, genau, für Hasch. Da war ja was. Die kann man jetzt auch super bekämpfen, weißt du? Der jagt nicht, aber ich schieße einfach hier so durch und treffe sie von hinten. Boom. Ich bin ein verdammt schlaues Kerlchen. Aha, eine Vollbombe. Die Jahre brauchen, um zu explodieren. Eine Mom, die es verdammt lustig findet hier gerade. Finde ich aber nicht so wirklich lustig. Ist das die Knochenmom? Hör jetzt auf, ey. Ja, das war sie. So. Okay, auf Wiedersehen mit euch. Und den Itemraum muss ich auch noch finden. Hoffen wir mal, dass er hier irgendwie auf dem Weg ist und nicht da oben. Wir boxen uns aber gerade richtig gut durch, ehrlich gesagt. Es macht auf jeden Fall Spaß, diese Challenge zu spielen. Und dank euch sehe ich mal interessante Kombos. Ich meine, wo findet man schon 20 Lipsticks, hä? Oh, das reicht sogar. Nice, perfekt. Hä, mit BFF. Holy Shizzle. Aber ich glaube, das wirkt gar nicht auf Rotten Baby, sondern halt nur Little Steven macht jetzt doppelt so viel Damage. Ich glaube, das war doppelt so viel. Weiß ich gerade gar nicht. Ja, okay, und der... Und mein Bandit-Style. Okay, das ist natürlich jetzt auch geil. Und mein Big Fat Protector. Heilige Scheiße, der ist jetzt größer als ich. Gib mir Libra. Gib mir Libra. Oder ein weiteres Conjoint-Teil. Sad Onion. Dann schießen wir noch schneller. Soll ich mal mitnehmen? Ja, okay. Tier ist ab. Wow. Schießen wir jetzt schnell. Verdammt nochmal. Wir sind der junge, vitale Hasch, weißt du? So, danke. Wir sind so wie als Whitebeard noch jung und so war, ne? Der Hasch ist jetzt ein alter Sack da. Ich glaube, wir haben alles. Wir können weitergehen. Leider haben wir nichts zum Rausporten. Vielleicht ist hier eine Karte drin. The Lovers. Schade, aber hey. The Lovers. Haben wir was für den Dark Bummy? Und er hat nichts für uns. Okay, dann auf geht's. Mom. Wenn er gleich Libra ist, werde ich so oder so den Bosswasch machen. Da werden mich keine 10 Pferde von fernhalten. So. Uiuiuiui. Ich brauche unbedingt viel Leben. Der Dark Bum ist aber auch echt zickig drauf heute, ne? Der ist echt zickig drauf. Komm, das nehmen wir mit. Der Polaroid-Effekt. Ja, guck mal. Kannst ja doch noch was geben. Tja, leider nichts Besonderes. Moms Pet wahrscheinlich für die letzte... Das ist das letzte Mom-Item. Oder habe ich nur eins? Ich glaube, ich habe nur ein Mom-Item. Aber die Mom-Transformation brauche ich jetzt nicht. Ich brauche jetzt kein Messer im Hintern. Tut weh, ist ungemütlich und bringt nicht so viel. Und deswegen, scheiß drauf. So, Utero 1. Ein Kompass hätte ich vielleicht gerne, um hier schneller durchzukommen. Ich meine, wir haben noch viel Zeit, aber die Womp-Ebene ist einfach nur nervig. Aber jetzt brauchen wir echt sehr viele Leben. Missing Poster, um als Hasch wiederzukommen. Nee, ich behalte den Wiggleworm, weil der hat den Charme. Den Hasch-Charme. Okay, so. Ja, mein Greenscreen ist ein bisschen am Abspacken. Wartet mal, dann mach ich mal ganz kurz hier Licht an. Zup. Mir ist ein Licht aufgegangen. Was haben wir hier? Cricket's Head? Wir brauchen auch Schlüssel, das dürfen wir nicht vergessen. Oh, Two of Spades, okay. Ja, dann behalten wir mal Two of Spades. Können wir unsere Schlüssel duplizieren, wenn wir gleich noch ein paar finden. Jetzt ist einzusetzen, wäre, glaube ich, nicht so schlau. So. Okay. Oh Mann, ich frage mich echt, wie wir Hasch damit besiegen sollen. Vielleicht ist die allererste Zuschauer-Challenge direkt mit Versagen verbunden. Vielleicht schaffe ich das nicht. Oh, ein Schlüssel, sehr schön, danke. Oh nein, 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 nein. Den nehmen wir mit. Wobei, ich würde gern wissen, wie das aussieht mit diesem hier. Oh mein Gott, holy shizzle dizzle. Da, guck mal, man sieht, wie sie jetzt verschwinden, oder? Heilige Scheiße, das sieht lustig aus. Wow. Wir sind der Hasch 2.0, Mann. Aber ich nehme Wiggleworm mit. So wie es in der Challenge stand. So, nee. Ist auch ein super Trinket eigentlich. Da können wir ja so, wenn wir jetzt zum Beispiel Tour of Spades einsetzen, dann spawnt es im anderen Raum wieder. Also haben wir die Möglichkeit, also einen unendlichen Loop zu bekommen. Hagnas! Okay, bisschen Leben, das ist super. Ey, der spawnt nur Spinnen, ne? Oh, Tapeworm. Junge, guck mal, wie hoch wir schießen. Junge. Dann guck mal, wie weit die fliegen. Das ist ja cool. Ich hätte gern die Conjoint-Verwandlung. Komm schon. Ich hätte gern die Conjoint-Verwandlung. So, wiggle, 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 wiggle. Ja, das sieht mehr nach Hasch aus. Das sieht mehr nach Hasch aus, was wir hier haben. So. Vielleicht bloß nicht vergessen, Two of Spades einzusetzen. Na, habt ihr vielleicht ein HP-Upgrade für mich? Komm schon.
So, die Fliegen machen zwar doppelten Damage, aber... Naja, ich habe nur einen Strich Damage. Deswegen bringt das jetzt nicht so viel. So. Dann lass mal Teratoma töten. Teratoma ist, glaube ich, ganz nett. Hätten wir jetzt Piercing Shots mit Sensen, wäre das natürlich noch abgefahrener. Aha, wer kommt jetzt? Was kommt jetzt? Oh. Ja, den auf jeden Fall. Und ich glaube, den nehme ich auch mit. Scheiße, ey. Jetzt haben wir sogar einen Praktikanten. Haschpraktikanten. Der hier ein bisschen mitspielen möchte. So, gut, jetzt brauche ich aber Leben. Jetzt brauche ich Leben. Ganz viel Leben. Komm, spawn Herzchen bitte. Aber jag dich bitte nicht selbst in die Luft, das wäre nett. Komm her. Leben, das kriegen wir schon hin. Wir kriegen das schon hin. Wir kriegen das schon hin. Keine Sorge, Leute. Keine Sorge. Hab keine Angst. Ich weiß nicht, spielen wir an ihm mal? Oh, Herzchen. Ja, das wäre perfekt. Kriegen wir auch. Super. Dark Bomb. Sehr gut. Und den Kompass sogar abgefahren. Abgefahren, abgefahren, abgefahren. Ich glaube, einmal spiele ich an ihm. Komm. Go, 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 go. Vielleicht gibt er uns was. Zwei Herzchen kriegst du aber nicht. Kannst vergessen. Scheiße. Ich dachte, es reicht noch, der Effekt. Es hat sich gelohnt. Es hat sich gelohnt. Ihr habt zwar gerade euch einen Facepalm gegeben, aber es hat sich gelohnt. So. Ja, ich setze das jetzt ein. Ich will unbedingt Cricket's Head haben oder sowas. Oder Bob's Brain, na klar. Gleich zweimal, ey. Nein, keine Spinnen-Duckbam. Aus damit. So. Hey, wir haben noch Itemräume auf jeden Fall bei Hasch, ne? Mal gucken, was wir dort so bekommen. Libra, Libra, Libra. Wäre immer noch möglich. Danke, danke. Na, eigentlich. So, diesen Stein verwechseln auch viele mit dem, oh, wie heißt er denn? Oh, wie heißt denn der Stein, der mir die ganze Zeit, wenn du Steine springst, auch Geld gibt? Weiß ich gar nicht mehr. Aber dieser Stein, der sorgt dafür, dass uns Schwarzmärkte angezeigt werden und blaue Steine. Da wurde ich letztens voll fertig gemacht in den Kommentaren, dass ich doch voll blöd bin und diesen Stein da liegen lasse, obwohl ich Geld dadurch generieren könnte. Oder das ist der Stein und der sieht jetzt anders aus. Nein, 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 das ist der andere Stein. So, der Shiny Rock ist das, ne? Glaube ich, so heißt der. Die Karte würde ich mir sehr gern ansehen. Ich habe Curse of the Lost, merke ich gerade. Das erklärt vielleicht, wieso ich immer noch den falschen Weg gehe. Ja, sieht aber gut aus. Den Schlüssel schaffe ich mir auch. Das Gute ist jetzt auch, dass wir, wenn wir in Succubus Aura stehen, dass wir dann auch einen kleinen Damage Multiplier bekommen. Ich glaube sogar von 1,5, wie Magic Mushroom. Hey, it lives, ne? So, wir haben 12 Schlüssel. Wir haben mehr oder weniger genug Leben. Eigentlich nicht, Mann. Und Damage sieht alles andere als gut aus. Leute, ich weiß nicht, ob ich Hasch besiegen werde. Ich kann euch nichts versprechen, aber ich werde es versuchen. Ich werde es versuchen. Let's go! So. Ja. Ich bin gespannt, was wir hier bekommen. Curse of the Blind. Oh, deine Mama, ey. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Okay. Black Candle. Tier Detonator. Oh mein Gott, wie sieht das denn jetzt damit aus? Warte mal. Okay, bringt nichts mehr. Ja, gut. Jetzt habe ich Curse of the Blind, Leute. Super. Wahrscheinlich ist da gleich Epic Fetus oder sowas drin. Oh, das ist zu risky, Leute. Viel zu risky. Magician. Oh, oh. Ich nehm's mit, ich nehm's mit, ich nehm's mit. Gimpy, okay. Sweet Suffering, ganz nett. Das andere wäre bestimmt Libra. Und hier ist nochmal Robo-Baby 2.0. Verdammt nochmal. Ah! Ich hasse dich. Ich hasse dich. Okay. Na komm. Spenden wir mal das Geld, falls wir jetzt abkratzen. Wovon ich natürlich jetzt nicht ausgehe. Dübidübidü. Nimm ruhig alles. Nimm ruhig alles. Wobei, ich glaube, ich kaufe mir noch den Schlüssel. Ja. Danke. Und jetzt haben wir Magician. Das ist natürlich ganz nett. Das ist lustig. Let's go. Magician einsetzen und let's go, let's go, let's go. Oh mein Gott. Gut, den kriegen wir eigentlich ganz schnell down. Ich bin mal gespannt, wie wir Hasch jetzt vernichten können. Ich bin gespannt, wie wir jetzt Hasch vernichten können. Uiuiuiuiui. Uiuiuiuiui. So. Das wird ein langer Kampf, Leute. Das wird ein langer Kampf. Oh, verdammt. Sweet. Gimpy hat uns was gegeben. Super. Übrigens wurde mir gestern ein sehr interessanter Tipp gegeben. Und zwar, wenn du Emergency Contact bei Hasch oder Greed einsetzt, dann verlieren sie ihren
Damage Reductions Dingsbumskirchen. Gut, Hasch, mach bloß nicht den anderen Angriff, der aussieht wie meine drehen. Das würde mich ganz durcheinander bringen. So. Na, gleich haben wir die Hälfte, aber gleich startet auch die nervige Phase, Mann. Okay. Gleich in der Aura mal ein bisschen stehen. Ich stehe einfach mal in der Aura ein bisschen rum. Komm her. Wieso kommen meine Tränen nicht an? Das ist ja verrückt. Meine Tränen kamen irgendwie gerade nicht an. Nein. Ja, Hasch, du hast viel größere Tränen. Autsch. Hä, was hat mich getroffen? Junge, ich bin voll durcheinander. Komm schon, fliegen. Mit Kohle wäre er schon längst tot, ey. Zweimal. Ich schwöre. Ah, oh, der schießt da seine Tränen. Alles klar, komm her, komm her, komm her. Komm, manchmal kommen meine Tränen echt nicht an, das ist so nervig. So. Aber es läuft erstaunlich gut. Ich dachte, ohne Kohle sind wir jetzt voll am Ass. Okay. Aber es läuft erstaunlich gut. So. Wunderbar. Haben wir auch noch ein bisschen, natürlich ein bisschen Hilfe, aber ich brauche ein bisschen Hilfe, Mann. Uah. So ein Space Item wäre auch super, oder? Wobei, Holy Light. Ich glaube, Holy Light, ne? Deswegen hast du mir Holy Light gegeben, weil das so aussieht. Okay. Oh, hier ist... Hä, was ist das denn hier? Wieso ist hier so ein schwarzer... Hasch, was ist denn der gemacht? Und er ist tot. Das hat tatsächlich gut geklappt, Leute. Ich bin fasziniert, Mann. Ich bin fasziniert. Nice. Wir können weitermachen. Hasch. Geschlagen. Und nun? Challenge. Besiegt. Nice. Wow, das lief ganz gut. Und der Boss ist sogar ganz nah. Außer dieser Ebene trollt mich, was ich glaube. Ja, jetzt können wir in der Chest Spaß haben. Außer wir haben dort Curse of the Blind. Ja, die Chest trollt mich. Oh Mann. Nice, ich habe die Zuschauer-Challenge geschafft. Mehr oder weniger, falls ich Fehler gemacht habe, okay, ihr könnt mich ruhig beleidigen. Vielleicht dürfte ich keine Items mitnehmen, kein einziges. Mensch, das wäre aber dann Spaß. Vielleicht hätte ich auch kein Leben mitnehmen dürfen. Wow, das ist eine lustige Chest irgendwie. Aha. Ja, das würde ich gerne sprengen, wenn mich die Tränen zu... Ja, danke. Lach du nur, lach du nur, lach du nur, das ist okay. Dann sehen wir schneller, was abgeht. Und wo es lang geht. Ich glaube, den Schlüssel brauche ich nicht. Ich glaube nicht, dass wir da jetzt noch viele... Dass wir da noch viele Kisten bekommen. Uiuiuiui. Das ist halt... Ein großes Problem ist halt, die Übersicht zu behalten. Das ist ein sehr großes Problem, Mann. So, komm, mit BFF können wir jetzt hier ordentlich Damage machen. Boom! Alles klar. Und rein hier. Ja. Habe ich sonst was zu erzählen? Okay, Teleporter. Epic Fetus. Oh mein Gott, das würde richtig scheiße aussehen. Was für beschissene Items. Ich kann es ja mal ganz am Ende mal kurz mitnehmen. Holy moly, diese Chest. Okay, kann ich mich vielleicht wegporten? Das ist die falsche Richtung, Spiel. Scheiße. Ich kann es ja mit Epic Fetus mal probieren, aber ich glaube, wir würden dann so gut wie gar keinen Damage machen. So. Ich meine, wir haben Soymilk. Okay. Ich sehe jetzt schon den Twitch-Chat, wie er geschrien hätte. Do it! Do it! Aber keine Ahnung hatten die. Keine Ahnung hätten die. Oh, stimmt ja. Nein, das ist auch falsch. Verdammt nochmal. Aber XL-Räume clearen ja, also geben uns zwei Aufladungen. Das heißt, wir können nach diesem Raum wieder uns wegporten. Und wieder in die falsche Richtung wahrscheinlich. Einen Raum weiter unten. So. Ich habe nichts gesagt. Ja, auf Wiedersehen. Ja, mit Epic Fetus hätten wir ganz normale Bomben. Wir würden nichts zur Seite schießen, glaube ich. Nee. Wir würden nichts zur Seite schießen. Also kein Soymilk-Angriff oder ganz oft hintereinander Raketen schießen. Aber ich kann es ja gleich mal testen. Doch, Moment mal, wir haben Quadshot. Zweimal sogar. Moment mal. Das wäre vielleicht eine Besonderheit. Ja, ich porte mich ja gleich schon zurück. Gleich, gleich. Ups, Bäuerchen. So. Verdammt nochmal. Hab grad gesnackt. Jetzt kommt alles hoch. So. Und auf Wiedersehen. Gut, ich porte mich mal weg. Vielleicht komme ich jetzt näher ran. Nee, okay. Holy moly, den ganzen scheiß Weg muss ich jetzt gehen. Okay, nur für Epic Fetus. Nur für Epic Fetus. Komm her. Vielleicht werden wir hingeportet mit etwas Glück. Oder bekommen noch eine Kiste. Oh, Conjoint. Ja, Conjoint. Ja, jetzt schieße ich noch zur Seite ein paar Tränen, aber man sieht es kaum, weil einige Tränen einfach weggehen.
Ja, ein Raum übersprungen. Okay, akzeptiert. Akzeptiert. So, ich würde gerne die Katze zuletzt töten, damit wir vielleicht die Chance haben auf neuen Leben. So, komm her. Wie, habe ich gesagt, die Katze zuletzt? Nein, ich, was laber ich? So. Oh, Kidney Stone. Das würde ich jetzt auch natürlich gerne sehen. Der Itemraum ist da oben, heilige Scheiße. Okay, Kidney Stone, das würde ich echt gerne sehen. Es sind einfach zu viele Tränen auf dem Bild, ne? Das Spiel kann sie alle nicht berechnen, deswegen verschwinden auch einige von mir, würde ich sagen. Komm schon, Kidney Stone, wo bist du? Komm schon, Kidney Stone. Komm schon, da ist der Kidney Stone-Effekt. Lass mal checken. Und Feuer frei! Ja, der kann das nicht berechnen. Der kann das nicht berechnen. Das verschwinden voll viele. Ja. Lass mich durch. Oh, noch eine Kiste. Verrückt, wie viele Kisten wir bekommen. Das überrascht mich gerade ein bisschen. So, ansonsten hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Die Challenge. Und ich bin sehr gespannt, was ihr noch so für coole Challenges habt. Komm, das nehmen wir jetzt mit. Und lass uns mal diesen Raum hier bekämpfen. Ich werde das bereuen. Hä? Ach, da ist Happy Feetus. Ja, guck mal, das bringt gar... Aber guck mal, wie oft das... Alter! Das ist doch ganz nett. Das ist doch ganz nett, Mann. Ja, ist ganz nett, ist ganz nett. Wir schießen halt immer noch Tränen. Ach, genau. Inkubus. Ja, das ist natürlich ganz, ganz cool. Gut, aber jetzt habe ich, glaube ich, alles gesehen. Jetzt habe ich, glaube ich, alles gesehen. So. Okay, den... Oh, nein. Ausgerechnet diesen Raum hier. Ausgerechnet diesen Raum muss ich jetzt clearen. Erzähl mir nichts, Mann. Ein paar Homing-Bomben legen. Schwarze Herzchen ploppen lassen. So. Und dann hätten wir das jetzt auch erledigt. Gut, das war's mit der Challenge. Schreibt eure Challenge ruhig auch hier unten wieder rein. Aber nur, wenn sie besonders ist. Und Versus Runs gegen Zuschauer werden natürlich auch... Jetzt lasst mich durch da. Demnächst kommen. Ich muss es noch auswerten. Und, ja. Bis zum nächsten Mal. Euer Hardy.